Jo Leute, ich bin's Max, heute mit einem neuen Video und zwar von Battery Time. Und ich habe auch was ganz Lustiges vorzustellen und zwar Battery Zeugin Monarch. Die Idee klingt erstens behindert, aber das ist einfach ein richtig konstantes Deck. Also ich habe da ein bisschen rumgespielt und das gefällt mir wirklich sehr. Einerseits aber die Monarch Engine, die das Deck, was halt ein bisschen konstant ist. Und dann hat man die Battery Engine, mit der man einfach OTK des Todes macht. Es ist halt halb Monarch, also es ist eher mehr Monarch als Battery, aber die Battery Engine ist einfach da, um einfach sowas von OTK zu machen. Wie ich auf diese kranke Idee gekommen bin, ich habe vor einer Zeit, so vor einer Woche, so nach Deckprofiles gesucht, so nach neuen Innovationen, dann bin ich auf diese gestoßen, YouTuber aus Amerika. Könnt ihr ja mal vorbeischauen bei dem, das ist nicht schlecht, was er liefert. Und da habe ich halt diese Deckliste gesehen, die sehr interessant ist. Der spielt es ohne Extra-Deck. Halt mit Domain. Ich hatte halt die Idee gehabt, ich spiele es einfach mit Domain. Oh, nee, ja, der spielt es halt mit drei mit Domain. Ich spiele es halt mit ein Domain. Aber dafür habe ich halt Zugriff auf Extra-Deck. Und ich fand das Extra-Deck einfach toll bei so einem Deck, weil ich habe halt ein bisschen was umgebaut, weil ich finde, wenn ich halt ein Extra-Deck da spielen würde, habe ich halt viel mehr Möglichkeiten, vor Game zu gehen. Und das finde ich einfach toll. Vor allem Volkasaurier, der macht Burn Damage und dann legst du Gaia drauf. Oder du machst einen Shark Fortress, damit der doppelt angreifen kann. Und du kannst, wenn du ein Extra, wenn, ja, ich wollte halt so gerne ein Extra-Deck spielen, weil man damit so viel mehr Optionen hat und man noch besser vor Game gehen kann als vorhin. Wie ganz normal mit. Ja, Stormfort, Charger und Fuel Cell und ich habe gewonnen. Dies, das. Wir haben auch die Monarch Engine, vor allem Trepanntismus, mit der wir uns einfach Stormfort suchen können. Und ja, dieses Deck ist einfach krass. Das werden wir auch gleich spielen. Also beim Testen, wo ich es so rumgespielt habe, lief es saugut. Also da gefiel es mir wirklich. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt beim Spiel gleich aussehen wird. Vielleicht wegen Vorführeffekt ist alles scheiße. Aber das gefällt mir sehr. Ich erkläre noch kurz, warum ich dies und das spiele. Das ist auch zugleich ein Deckbefall im einen. Halt drei Charger. Obwohl wir spielen uns. Ja, das erkläre ich gleich. Erstmal. Mache ich die ganze Zeit. So, drei Charger. Drei Charger, weil. Ja, das ist einfach die wichtigste Karte. Wenn du die hast, hast du quasi fast ein OTK, beziehungsweise du hast 6-8 Schaden. Ja, ist einfach die Karte, die einfach explodieren kann. Beschwört halt ihn, der sucht das, und dann haben wir drei Mon durch ein Monster haben wir einfach drei Monster auf dem Feld. Plus zwei nennt man das. Wenn natürlich kein Wähler kommt. Ist einfach zu krass. Wenn man die einfach hat, das ist einfach die Karte, die man haben will. So, dann zwei Neuwirt. Ich spiele nur zwei Neuwirt in diesem Bild, was sehr interessant ist. Aus dem Grund, man möchte eher Tribut beschwören in den Zügen, anstatt irgend so ein Neuwirt normal zu beschwören und dann Charger zu holen und dann irgendwie Call zu machen. Da habe ich ihn einfach runtergecut auf zwei, was wirklich ungewöhnlich ist für mich. Aber bei den Deck muss das sein und es läuft mit 2 besser als mit 3, weil mit 3 habe ich geprickt und mit 2 gefiel mir es halt besser. Für einige Battery-Fans, die mich ja kennen, ich bin ja einer, der immer sagt, ich spiele 13 Batteries, aber in der Version muss man einfach das runtercutten, damit man einfach ein Deck hat, was halt erstens funktioniert und zweitens auch flüssig läuft. Deswegen musste ich den runter auf 2 machen, weil. Ja, wenn du normalst, dann ist eine verschwendete Normal. Da könntest du eher Charger machen oder Aether oder Erebus. Ja, dann der Trefuse ist geblieben. In das System ist gar nicht mal so scheiße im Deck, weil du kannst auch ein 8 Xyz bauen mit den 8 Monarchen. Ein Idea, ein Eidos. Ist halt gut. Vor allem, wenn du die abschmeißen kannst für Quick Draw, hast du halt so eine Mini-Engine. Vor allem Eidos, du wirfst die ab und hast noch Mythos auf dem Friedhof. Da kannst du so Wombo-Kombos des Todes machen. Was saukrass ist. Vor allem, wenn ich die beschwörst, du hast dann zwei Normals.
Cool. Cool, ne? Dann 3 Aether. Ein Erebus, ein Kuras, das reicht vollkommen. Vor allem 3 Aether, die sind saustark. Du beschwörst entweder beschwörst du die selber, hast du ihn halt in der Hand, oder beschwörst einen Kuras, um was zu zerstören. Man braucht nur einen Erebus, weil man kann die so oder so, der recycelt so oder so die ganzen Monarchen wieder. Beziehungsweise er recycelt auch sich selber. Deswegen reicht es vollkommen, diese 5. 2 Mythra ist eine saukrasse Karte, weil man etwas special kann von der Hand und wirklich auch so krasse Plays. Vor allem Charge und Mythra ist halt ganz okay. Plus, wenn man noch Return hat, dann wirklich Schockgesell. Problem ist aber, wenn ich Charge als Hubschirm und Netzmaterial benutze, das Ding ist halt, Mythra geht als Chaining 1 und Charge als Chaining 2. Heißt, warum ist das scheiße? Wenn ich mit Charger 9-Watt beschwören würde und dann geht der als Chaining 1, dann würde das, der 9-Watt das Timing verlieren. Deswegen muss man mit Charger immer Fuel Cell beschwören, damit der nicht das Timing verliert und man halt nicht nur 9-Watt verschwendet, was man eigentlich eher nutzen will, um einfach, wenn man ausgeht, dass das nicht das Timing verliert, dass man einfach ja, ihn suchen kann. Ja. Aber zum Mythra, das macht krasse Plays. Also Mythra, Charger, Return, hast dann halt Charger und Fuel Cell und kannst den Charger tributieren für den Monarch, den du suchst, weil kannst halt nur mit einem Trink beschwören, weil er ja Trink beschworen wurde, was auch gut ist. Und ja, dann die krassen Kombos kannst du damit machen. So, dann Quick Draw, ich wollte die einfach spielen. Das ist ein Grund, warum ich das mit Extra Deck spielen wollte. Weil ich fand Zeugen sehr interessant, aktuell bei diesen Monarchen Zeugens. Fand ich halt interessant, habe ich das hier integriert und es ist wirklich zaugut. Also du hast entweder, es ist ein Root-Material, du wirfst etwas ab, vor allem Battery Charger kommt es saugut, wenn du 9-Watt abwirfst, oder du hast, wirfst der ab und holst einen Pantheismus zurück, oder halt jetzt Root-Material ist ja gut, auch gut für Rang 5 Plays, um noch besser OTK machen zu können. Oder du machst einfach ein Zeugen und beschwörst einen Crystal Wing und negierst alles Mögliche. Ja, Spells, das brauche ich kaum zu erklären. Ich wollte auch 5 Monarchen spielen, nicht 6, nicht 7. Das reicht vollkommen. Einfach für Tennis nicht immer zu suchen. Ansonsten Monarchen, brauche ich nicht zu erklären. Ein Tune, um den zu suchen. Twin Schwester mag ich voll. 3 Prime, ja. Side-Deck ist eigentlich selbsterklärend. Und das Extra-Deck. Die 4 Symbols sind halt da für Zeugen. Der ist da einfach für King Pendel. Und ansonsten, das müsste eigentlich selbsterklärend sein. Ich will jetzt nicht so viel reden über das Deck mehr, sondern jetzt erstmal zocken. Und zwar Singles. Weil, ja. Wir haben zu viel gelabert. Wenn wir nicht bricken, kann ich vielleicht zeigen, wie das Deck eskalieren kann. Wirklich eskalieren. Wortwörtlich, es eskaliert wirklich. Erstmal Freddy und wir spielen gegen einen mit bisschen weniger Experience hier. Dankeschön. Wir gehen immer Second, bei dem Bild ist es besser, also in dem Bild ist es viel besser, wenn man Second geht als First. Muss ich euch daran erinnern und diese Hand ist Krebs des Todes. Man geht eigentlich eher Second, was will man First machen? Du kannst ein Setup machen mit Aether und das war's. Second, wenn du Second gehst, du hast Charger, dies und das und dann kannst du eskalieren. So, was top. Was top decken wir? Prime. Lol. Ja, ist so lol. Was hätten wir? Erebus 9 Watt. Ah, gut, dass wir Dings gemacht haben. Wir suchen uns natürlich Stormport für den nächsten Spielzug. Oder wir machen das Mythra Play. Werden wir natürlich einen Trinkmonster ziehen. Ja, das tun wir nicht. Aber wir ziehen Twin Twister, was cool ist. Werfen. Ja. Alter. Dieser Plays. Ziehen. Jawohl, Erebus. Das ist perfekt. Das will ich haben. Oh,
Es leckt. Es leckt. Nein. Ups. Nein, ich wollte nicht auf Attika drücken. Oh Gott. Effect Domain. Channing 1 Mythra, Channing 2 Irre. Ich denke, der denkt, ich hätte mich vergenommen. Er hat den nie Monarch gespielt, gegen Monarch. Telling One. Okay. Boah, fast noch Return vergessen. Ja, ich kann OTK machen. Ich kann OTK machen, das fällt mir so gerade auf. Ja, das ist nett. Das ist nett. Das ist nett. Ja, das ist ein OTK. Guck, man kann auch mit Monarch ein OTK, was auch richtig cool ist. Prime. Das Game, wenn er nichts irgendetwas hat. Extra kann ich nicht machen, leider. Sonst wäre das zu gut. Sind das ein Grave und wollen wir wirklich Partizipus auf Grave liegen? YOLO. Ja, das Game. Wenn er nichts hat. Natürlich. Oder er quittet. Okay, was soll ich sagen? Ich wechsle mal zu DevPro, weil da ist es vielleicht ein bisschen entspannter zu zocken. So, bevor ich jetzt weitermache, auf DevPro weiterzuspielen. Ich habe jetzt zwei Bilder. Das habe ich jetzt von WhatsApp Web, weil ich da deren Bilder rumschicke. So. Was ich dann auch so in Plays gemacht habe, ist erstens, oh Gott, es kommt drauf an, ob das ladet. Natürlich, ich hasse es mit einem Ordner einfach anzeigen. So, sehr gut, spontan. Bei, man kann auch beides so machen, ne? Oder auch nicht. Ja. bisschen ungeplant sowas, aber ich kann das halt so machen. Genau. Wenn es laden würde. Natürlich, da. So, einerseits habe ich so ein Play rausbekommen. Also im nächsten Zug. Das ging halt darum, ich habe das halt nicht so wirklich hinbekommen. Ich habe scheiße gestartet. Habe da irgendwann so viel Zeug gezogen. Dass ich halt so ein Feld hatte. Ich bin mit einem Moment. Ich muss da kurz nachschauen. Handy. Weil ich schicke hier immer so Bilder rein. So, ich weiß nicht, ob man das sieht.
Ansonsten packe ich sie noch mal rein. Ja, das sieht man eigentlich kaum. Aber ich habe damit 2 Prime, 2 Return und einen Nasturstumpf angefangen. Ja, ich blende es einfach rein. Und dann ziehe ich so viele Karten nach, bis ich einfach so ein Feld hatte. Ich denke mir so, alles klar. Läuft gut. Und das war von vorhin. Das habe ich vor einer halben Stunde. Ich habe dazu gezockt und ich habe dann Top Deck Charter gehabt. Erstmal Prime beschworen. Dann Charter, beschwört 9 Volt, Fuse Cell, 9 Volt, irgend so ein Viech auf die Hand geschickt und dann vergeben gegangen. Also, so solche Dinge kann das Deck ausmachen. So, wechseln wir jetzt mal zu Death Pro und hoffen wir mal, dass irgendjemand gegen mich zocken will. Nee, wir wollen nicht Cosmo spielen, natürlich. Wir spielen. Fuck, welches Deck war das nochmal? Monarch Battery, oder? Monarch Battery? Jawohl, das war das. Okay. Mal sehen, was es so geben wird. Papier. Aber ich gehe mal davon aus, der lässt mich second gehen. Das wäre schön. Er geht mich, lässt mich ver. Oh! Cooles Update, das sehe ich erst jetzt. So, wir fangen erstmal an mit Pantheismus. Sehr schön, dass wir mit 9 Volt angefangen haben. Das ist ein Start, was ich auf jeden Fall nicht haben will. So, mit Pantheismus suchen wir einen Stormford für den nächsten Spielzug. Da. Wenn er das. Ja. Was soll er sonst nehmen? So, dann machen wir noch ein Pantheismus. Werfen Tensteed ab, damit ich Prime beschwören kann. Ziehen zwei nach. Quick Draw. Yes. Aber was ich jetzt machen kann, ist Zeugen. Das ist cool. So, wir machen jetzt Edea. Beschwören jetzt Quick Draw. Edea-Effekt. Legen Pantheismus auf die. Ja, nehmen es auf die Hand natürlich. So. Nochmal Pantheismus. Weil ziehen cool ist. Jawohl, wir ziehen noch Monarch nach. Wir banishen Tenacity. Beschwören Prime. Haben jetzt Zugriff auf Zeugen. Zeugen beschwören. Das ist ganz toll mit zwei Fuse Cells. Effekt Zeugen. Beschwört Crystal Ring, weil er OP as fuck ist. Ich könnte auch Bese beschwören, aber das wäre blöd. So, Normal Summon, 9 Volt. Ja, schön wäre es mit Crystal Ring einfach neu zu negieren. So. Was wir gemacht haben, wir haben jetzt ein plus 1, 2, 3, sie plus 2 gemacht. Wirklich mit so einer Barbarhand. Also, das war gar nicht scheiße. Ja, wirklich, das war wirklich nicht scheiße. Was wir jetzt machen können, wir können einfach Zeugen tributieren mit Stormford vom Gegner. Dann haben wir Aether, das Aether Play. Oder hat ein Kaiju, das ist auch totaler Krebs. Fuck. Einfach fuck. So, Prime. Natürlich Prime. Natürlich bin ich kein Geisteskranker. Lol. So. Chinchester. Ja, das. Ey, der Typ spielt Kaijus. Stormford natürlich. Ich muss sogar machen. Aber jetzt können wir Stormford banishen für Prime, was gut ist. Weil ich hätte sonst müsste ich in so einen Pantheismus banishen. Sogar wenn ich am Auge juckt, es juckt. Oh, Mermaids. Ich lass dich überhaupt nicht spielen, weißt du das? Ich werde dich überhaupt nicht spielen lassen. Use opponents once, natürlich. Viel Spaß. Natürlich Ether. Oder so ändert. Okay. Interessant, was daraus kommt. Okay. Das speichern wir natürlich ein. So, was ich machen könnte. Er hat wahrscheinlich gar nichts mehr. Also ich werde mir das Replay gleich anschauen. Oder ja, wir können es eigentlich jetzt anschauen. Wenn das natürlich nicht packt.
Wo ist das? Da. Gut, schauen wir es mal an. Richtig Analyse hier. Weil das ist natürlich die Bosshand, die man haben kann. und der Gegner, was hat er? Er hat Neptunus, Trinfist, Garmesiel, Infant und Kaiserslander und Megalo. Ja, okay, jetzt verstehe ich, warum er nichts machen konnte. So, jetzt seht ihr mich einfach hier spielen. Wombo-Kombo des Todes. Zeugen, holt Crystal Ring, 9 Volt, Charger, Bumm. Was Top-Deck der Wailer? Oh. Also der Wailer hätte mich schon abgefuckt, weil ich einfach kein OTK machen konnte. Also, Wailer war eigentlich gar nicht scheiße. Also nicht irgendwie verstehe ich nicht, dass er gequittet hat. So, er beschwört den Kaiju, macht Twinchester auf das, ich mache Stormford drauf natürlich. So, er beschwört Neptunus, ich mache den Stormford Play, mache Aether, ich versuche Aether zu machen natürlich. Was ich gemacht hätte. So, ich hätte Aether beschworen, hätte dann Prime und Return auf den Friedhof gelegt, hätte noch ein Aether beschworen, weil warum soll ich Kuras beschwören, warum soll ich Erebus beschwören? Einfach noch ein Aether. So, Aether, Doppel-Aether. Er hätte eigentlich gar nichts, dann hätte er abgegeben. Aether geht auf die Hand, dann ziehe ich hätte Aether nachgezogen, sehr gut. Eigentlich gar nicht, weil ich müsste das Deck zurückmischen, natürlich. Ja, weiß man nicht. Ja, dann hätte ich das. Dann hätte ich vielleicht, wenn ich ein Spell Dodge abgezogen hätte, hätte ich gesetzt, wieder ein Monster beschworen. Dann hätte ich Prime gemacht. Prime holt sich Charger. Oder ich mache einfach Aether beschwören. Aether beschwören, macht Charger. Und dann mache ich irgendwie, warum ich muss. Aber auf jeden Fall, ich hätte OTK gemacht. Halt dadurch, dass ich eventuell, wenn ich ein Spell Trap gezogen hätte, gesetzt, mit Zeugen, Besel beschworen, Prime geholt, Charger, dann kommt der Wailer drauf, oder er macht Wailer auf Zeugen, wenn er dumm ist. Ja, ich hätte ein OTK gehabt. Solche Plays kann man so machen mit dem Deck. Und ansonsten, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Neues Video von Battery Time. Mit einem sehr innovativen Deck. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das Deck in Dreier spielen werde, weil am Samstag steht Dreier an. Höchstwahrscheinlich spiele ich da BA, aber vielleicht spiele ich doch das Deck. Weil es ist erstens auch cool, aber das Problem ist, ich muss mir so Karten wie sowas ausleihen, die habe ich einfach nicht. Und ja, da muss man schauen. Ansonsten, das war's mit dem Video. Hoffentlich hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.